Ich bin gerade auf dem Weg nach Lichtenberg in die Werkstatt von Graham Tourpacking, um mir so einen kleinen Traum zu erfüllen. Und zwar werde ich mir gleich meine neue maßgefertigte Rahmentasche abholen. Davon habe ich schon eine ganze Weile geträumt und heute ist es soweit. Also ich finde ja, dass das Rahmendreieck beim Bikepacking wirklich ein toller Ort ist, um so sein Gepäck aufzubewahren. Das bietet sich richtig an und ich finde, wenn man da nur so seine zwei Flaschen reinsteckt, ist das auch ganz schön verschenkter Platz. Deswegen nutze ich beim Bikepacking schon seit vielen Jahren Rahmentaschen und ja, gibt ja viele Anbieter, es gibt viele fabrikgefertigte. Das Problem ist aber oft, dass die nicht so 100% passen und ja, so der Anblick einer wirklich genau in den Rahmen passenden Rahmentasche, der gefällt mir schon sehr gut. Deswegen habe ich mir auch schon mehrmals Taschen selber genäht und das hat auch immer ganz gut funktioniert, auch wenn meine Nähkenntnisse eher bescheiden sind. Aber ich hatte schon immer so ein bisschen geliebäugelt mit einer richtig schönen, richtig professionell geschneiderten Tasche. Und ja, jetzt ist es soweit. Ich habe mich endlich durchgerungen, das Geld auszugeben und eine Tasche nach Maß fertigen zu lassen. So ihr Lieben, die Tasche ist abgeholt. Der erste Eindruck ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich hätte es auch nicht anders erwartet. Und bin jetzt sehr gespannt, die Tasche dann zu Hause mal in den Rahmen reinzuhängen und zu schauen, wie sie sich im Fahrrad macht. Da hinter mir steht jetzt das gute Stück. Ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit der Tasche. Ich habe die direkt mal eingebaut. Ich wollte sie euch mal in die Kamera halten, aber ich konnte es gar nicht abwarten und musste die direkt mal montieren in den Rahmen. Die passt auch wunderbar. Also wie ihr seht, das ist eine Rahmentasche in zwei Teilen. Die Idee dahinter ist, dass ich nur diese Tasche fahren kann und hier die untere zum Beispiel durch den Tank, den Wassertank austausche, den ich ja auch sehr gerne nutze. Gleichzeitig aber noch die Möglichkeit habe, eine Full-Frame-Bag zu fahren, wenn ich das möchte. Und die sind hier mit einem Klettverschluss miteinander verbunden, die Taschen. Die untere Tasche ist über die Aufnahmen für die Flaschenhalter eingeschraubt, die obere, wie ihr hier seht, mit einem Kordelzug und hier nochmal zusätzlich mit ein paar Gurten. Ja, Farben habe ich mir überlegt, ich wollte ganz gern so eine Mischung haben. Am Ende ist es dann halt dieses Camouflage geworden zusammen mit dem Koralle. Was mir ganz wichtig war, ist, dass wir hier keine Reißverschlüsse einbauen, weil die mir in der letzten Zeit oft kaputt gegangen sind. Das heißt, ich wollte hier einen Rollverschluss haben. Ich muss sagen, man merkt schon, dass da diese Wertigkeit dahinter ist. Also nicht nur, dass sich die Christine so super lange Zeit genommen hat, um das mit mir zu besprechen, auch die ganze Verarbeitung. Ich bin total beeindruckt, ja, wie professionell das alles ist und ja, es sieht einfach super aus. Was für mich auch nochmal ganz wichtig ist, sie hat auch gesagt, es gibt eine lebenslange Garantie. Das heißt, wenn irgendwas kaputt geht an der Tasche, kann ich die vorbeibringen und dann wird die mir repariert. Ich hatte im Dezember ihr geschrieben, Anfang Dezember, habe ihr eine Nachricht geschrieben, habe gefragt, ob sie auch Taschen mit Rollverschluss macht. Und dann hat sie halt gesagt, ja, können wir mal ausprobieren. Und ja, dann habe ich einen Termin mit ihr gemacht, bin vorbeigegangen und wir haben das alles besprochen. Sie hat sich echt Zeit genommen, anderthalb Stunden haben wir irgendwie drüber gequatscht. Wir haben die Maße genommen von meinem Fahrrad, das heißt eine Schablone erstellt, eine Vorlage, nach der sie dann nähen kann. Ja, und dann hat sie das auch super schnell umgesetzt. Wir haben jetzt gerade den 1. Januar und sie hat es mir irgendwie vor zwei Tagen, am 30. Dezember konnte ich die Tasche schon abholen. Also es ging sehr schnell. Der normale Preis für so eine zweigeteilte Rahmentasche liegt bei 429 Euro. Sie sagte, sie macht jetzt keinen Aufpreis für den Rollverschluss für mich, weil sie es ja selber ausprobieren will, was sowas jetzt kosten würde, wenn das irgendwie ins Programm kommt, das weiß ich nicht genau. Und ja, wenn man irgendwelche Special-Sachen haben will, kostet das natürlich alles noch ein bisschen Aufpreis. Jetzt kann man sich natürlich sagen, wow, 429 Euro ist ja richtig viel Geld und das ist es auch. Das sollte niemanden abhalten vom Bikepacking, also wenn ihr eine billige Rahmentasche irgendwie für 50 Euro irgendwo kauft, ist das auch gut. Das soll euch echt nicht abhalten. Und was mir auch wichtig war, ist, eine Firma zu unterstützen, die hier in der Nähe ist, die hier produziert. Und ja, so bin ich zu Graham gekommen. Ach so, und was natürlich auch für eine Custom-Tasche spricht, ist ja nicht nur die Größe, sondern dass man sich auch wirklich die ganzen Funktionen überlegen kann. Auf welche Seite soll die Öffnung, die Reißverschlüsse irgendwie von den Dokumententaschen, ja, alles so Sachen kann man sich halt dann überlegen. Ja, so hat man dann so ein richtig einzigartiges Produkt, was es nur einmal gibt.
Ja, erster Eindruck auf dieser ganz kurzen Probefahrt. Also es passt super gut. Bisher hat da jetzt nichts an meinen Knien geschliffen oder irgendwie gestört. Auch nicht der Rollverschluss. Das war so ein bisschen meine Sorge, dass das passieren könnte. Die Öffnung der Tasche, die ist relativ schmal. Das hatte ich so nicht erwartet. Macht aber natürlich Sinn. Oder es ist logisch, dass das so ist. Ich habe aber mal ausprobiert. Also ich kann irgendwie so eine Dose oder ein Glas Erdnussbutter zum Beispiel, kann ich da auch easy reinstopfen. Ich muss dann mal ausprobieren, wenn ich damit so richtig unterwegs bin, wie die Handhabung so ist. So, das war so ein erster kleiner Blick auf meine neue Rahmentasche. Ihr merkt vielleicht, ich bin super froh, dass ich das endlich gemacht habe. Seit Jahren wollte ich das. Jetzt ist es soweit. Und wenn alles klar geht, werde ich dieses Jahr wieder eine längere Reise machen mit dem Fahrrad und freue mich schon total drauf, diese Tasche dann mitzunehmen. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.